Moin Tag und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Cave Story Plus. Wir sind jetzt hier, wir haben mit einem alten Mann geredet, wir haben Kazuma vielleicht gerettet, also der ist hier draußen, haben eine Bombe explodieren lassen und gehen jetzt einfach mal hinterher. Und was wird passieren? I'm counting on you. Lead us to Mimiga Village. Kazuma? Yes? Does the thing work? Work? Does it? Ja, egal. Yeah, looks like it still does. Was ist denn das? Wow! Kranker Kram, ey. It won't stop. Ah, also gehen wir jetzt unseren Weg alleine zum Mimiga-Dorf, würde ich mal sagen, ne? Nein, nein! Ah. Okay. Hat doch geklappt. Und jetzt schnell die Erfahrungspunkte. Ah, schade, ey. Okay, aber. Ui, da sind ja Fledermäuse, die habe ich voll übersehen, Mann. Ja, ja, und jetzt. Hopp da hoch! Ja, ja. Die Fledermäuse da hinten. Ich finde die Fledermäuse irgendwie lustig. Weil generell das Spiel, ich habe es mir schwieriger vorgestellt, so retro wie das aussieht. Also ich meine, Retro-Spiele sind doch fast immer schwierig, oder? Ui, ich vergesse immer, dass da Fledermäuse da oben sind und das werde ich nicht noch einmal tun. Verdammt. Das ist das letzte Mal, dass ich euch vergessen habe. Naja, es ist ja schon fast eher ein Kompliment als eine Drohung. Wobei, nee, in dem Fall ist das eher eine Drohung. Ah, da. Nein, Flauschkissen! Ah, ah nein. Ihr kriegt mich niemals. Niemals in eurem Leben. Das könnt ihr euch gegen abwischen. Ja, ja. Nein. Oh, okay. Manchmal kriegt ihr mich doch. Ja, hier, hier. Nein, oh, Flauschkissen. Ich hab dich übersehen. Oh nein, ich mag das nicht, wenn die da oben sind und dann nicht wegkommen. So, ich werde hier einfach durchrennen. Ja, ja, ihr könnt mir gar nichts. That bike Kazuma was riding looks like it has had better days. Ich guck trotzdem hier mal beim Santa vorbei, oder wieder? Santa Claus. Ich denke immer, das soll hier so Santa Claus Verarsche sein, oder? Egal, einfach mal speichern, weil speichern gut ist. Runner da und Gunnar rein. Ich mag den Namen Gunnar nicht. Wobei doch, der ist eigentlich ganz lustig, aber egal. Ein bisschen abgeschwiffen. Warte. Ich muss gerade überlegen, wie ich das wieder bei dem sage. We are weapons of death. Yes. The doctor plans to use the red flower to have all of you attack the humans. Why would he do such an awful thing? The doctor is like a devil. Will he force Toroko to eat the red flower? The doctor is still searching for the red flower. It's good if he hasn't found the location yet. But if he finds the red flower, Toroko will be... She will be filled with rage and turn into a weapon of death. Meine Güte, sollen das echt Todeswaffen sein, diese kleinen süßen Häschen? Also, nee, das kann nicht sein. Das ist eine Lüge. I won't let that happen. Ja, ja. Oh, hallo Kazuma. Hallo, alter Mann. Ouch. Are you okay? Yes, but I really thought that we weren't going to make it. Kazuma! And Professor Booster! Oh. Come on, child. Come on with me. I want to be with you. Nein. How have you been? Surviving? And that Mimiga is... Ja, wer ist das? His name is King. He's the leader of this village and also a friend of mine. Ja, ihr seid beste Freunde, das stimmt. Many Mimiga used to live here in Mimiga Village, but most of them were taken away to the doctor. King's friends were also... Ich bin auch da.
Was hat Kazuma? Good work. The bike is complete wreck. But somehow we made it. Und was sagst du? Hallo Kindchen. The doctor's team is moving along as planned. We need to hurry and do something about it. Ja, Opa. Hallo. Und Sue. Welcome back. Seems like I owe you yet another one. With Kazuma here, I'm sure we will be able to handle the password for that egg. Professor Booster, can we bring him along? Professor? What? Sue, our escape must be put on hold for now. Was? Warum das? The doctor has found the location of the red flower. Who? As of yet, he doesn't have his hands on them. But it's only a matter of time before he does. Their location is in Sandstone. I've heard that the red flowers are there. Warte. Sandstone? So if you... Nein, warte. So if... Nein, warte, wie habe ich das jetzt nochmal gemacht? Scheiße. So if you get there, will we find the doctor? I fear that it's the doctor, meaning that will be presumably go. We must eradicate the red flowers before they get their hands on them. However, Sandzone is a very dangerous place. If we were to go, whether or not we can make it back, life isn't... Are you giving up then? Actually, no. We have just the right person here with us now. Ja, wir haben mich dabei. Danke, Opa. You. What is he? Well, he's an armed Recon robot that was dispatched to this island 10 years ago. WTF, ich bin ein Roboter? Mega cool, ich bin gerne ein Roboter. A robot? I had heard that they were all destroyed after the war. However, I don't know the exact details. Perhaps one of them... Professor! I've connected us to the Sandzone's teleporter. Sehr gut. You are the most ideal among us. Here to search the island. Please help us. Ja. Okay, was sagst du noch? Sandzone? Ja, ja. Schon ein hartes Ding, ne, King? Du traust dich nicht so. Harte Ding, King. Ach ja, Opa. You can travel to Sandzone with this teleporter. Ja, ja, ich möchte gerade nicht so... ich habe gerade keine Lust mehr zu lesen. Ganz ehrlich. Ich lese das noch mit, aber... Nee. Vorlesen geht gerade nicht. Ich gehe einfach mal zum Sandzone, ne? Ja. Sandzone, das ist das hier. Teleport to Sandzone, natürlich. Hau mich mal da rein. Ah, diese super Ladezeit, ne? Das ist schrecklich. Wer ist das? Hä? Ist dieser ein bisschen aus wie wir? Ist das noch ein Roboter? Bist du auch ein Roboter? Sind wir Freunde? Willst du meine Freundin sein? Ich will Freunde haben. Ah, voll süß irgendwie. So. Kein Problem. Uiuiui, den habe ich gar nicht gesehen. So, ganz einfach. Hopp. Ja, ganz einfach. Und jetzt hier oben wieder raus. Die Frage ist jetzt links oder rechts? Ah, nee. Was ist denn das? Ist das jetzt hier eine Spelunke oder so? Sandzone Residence. Ah! Hey! Look, a visitor! After such a long time, I know what you want to do, but you better wake up! The Mimiga aren't the enemy! They are totally harmless. I feel sorry for you. I'm on the Mimiga's side and not gonna lose to you. Was? Was ist mit der los? Wow. Okay. Ah, mit Raketen kann ich hier nichts anhaben. Mit Raketen habe ich keine Chance gegen sie. Ja, aber... Wow. Ich glaube, ich muss einfach nur draufhalten, dann sterbe ich. You have died. Want to retry? Okay. Ah, wir sind jetzt hier.
Mist, ey. Ey, das ist der bis... Nein, oh, nein, nein, nein. Das ist jetzt der bis jetzt schwierigste Kampf anscheinend. Das ist krass. Wundert mich. Egal. Ist kein Problem. Packen wir schon. Jetzt sehen wir die wieder hier vorne. Ja, ja, aber das können wir getrost weiterdrücken. Blub. Ja, neu, die Waffe gewechselt. So. Dich kriegen wir. Dich kriegen wir. Dich kriegen wir. Und dann können wir einfach weiter hoch. Und alles kein Problem, Digga. Digga. Hab den nicht gehört. So. Jetzt können wir wieder getrost wegskippen. Ich meine, skippen ist gut. Ich muss einfach nur drücken. So. Ja, ja, werd doch nicht sofort aggro. So. So. Nein, oh, ich hasse das. Die macht so viel Schaden. So. Nein. Nein, 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 dich kriege ich. Dich, verdammt, Mann. Verdammt. Okay, die ist echt nicht leicht. Die ist echt schwierig. Aber die sieht cool aus. Ich mag die irgendwie. Obwohl sie uns umbringt. Nein, nein, nein. Also, nee, die machen wir noch. Die machen wir, egal was passiert. Also, nö. Nö, nein, nein, nein. Ich höre dir nicht zu. Nein, ich schaue dir nicht zu. Du bist eine blöde, olle Frau. Also, nicht alle Frauen sind blöd und doll. Aber die ist ziemlich blöd und doll. So, dich ballern wir, dich ballern wir. Wir springen einfach hoch. Oh nein! Ah! Ey, das war knapp. Das... Nein! Ah, verdammter Mist! Wir gehen zurück. Ja, ja, wir gehen zurück. Wir werden uns wieder aufhalten. Nee, nee. Also, so kann ich das nicht akzeptieren. Nein, geht nicht. Einfach nein. Nee, nee, einfach nein. Nee, 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 nee. Oh, obwohl, machen wir diese Folge wirklich noch? Ja, wir machen die. Komm. Nein, nicht zum Eckkorridor. Wir wollen dahin. To the Sand Zone, yeah. Verdammt. Da oben ist ein Haus, da oben ist ein Haus. So. Wir müssen auf jeden Fall Stufe 3 hinbekommen, aber das ist ja anscheinend kein Problem. Dann müssen wir da hoch, die knallen wir ab, die knallen wir ab und nein, nein, nein! Oh, verdammt, ey. Die wird schwierig, wenn wir nicht volles Leben haben, glaube ich. So. So. Komm, wir packen das irgendwie. Irgendwie packen wir das schon. Zum einen werden wir erstmal auf nicht diese Waffe gehen, auf diese Waffe. Weil die ist ziemlich stark. Wir müssen irgendwie ihre Freunde kaputt hauen und ihren Schüssen so gut wie möglich ausweichen. Oh, guck doch nicht so möserig. Böserig. Verständlich. So. Man sieht, wann sie springt, wann sie schießt. So, aber man sieht, wann sie schießt. Aber ich bin zu blöd, um das Timing hinzubekommen. Nein, verdammt, sie ist blöd. Okay, dann wir machen sie im nächsten Part. Wir machen sie einfach im nächsten Part. Es tut mir leid, aber tschö und bis zum nächsten Mal wieder reinschauen.